Hallo Whisky-Freunde, willkommen auf meinem Kanal von Blind Whisky und begleite mich auf dem Weg, wie ich Whiskys erlebe und bewerte. Wie erlebe ich sie? Ich mache hier Blindverkostungen auf meinem Kanal. Und wie bewerte ich sie? Ich sage ganz einfach, was wäre ich bereit für einen Whisky zu zahlen? So, und dann suche ich mir einen Whisky aus und das lasse ich mir aussuchen, indem ich einfach mein Zufallsprogramm nehme und dann halt die Nummer 38. Das heißt, die Flasche an der Position 38. Dahinter ist eine Zahl und die sagt es aus, was das für ein Whisky ist. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Oh, da habe ich aber gut eingeschenkt. So, dann wollen wir mal gucken. Ne? Banane, Frucht, dunkel, also richtig dunkel. Süße Banane, halb, also wirklich fruchtige, reife Banane. Ja, interessant. Interessant. Auch im Mund. Süße, reife Banane. Da bin ich echt am Überlegen. Also das ist für mich eigentlich ein. Also es gibt. Ich habe gar nicht mehr so viele Rye-Whiskys, aber der ist schon sehr bananig, ja. Sehr süß. Also normalerweise versuche ich hier mehr zu riechen, aber ich bin, glaube ich, jetzt ein bisschen schnell. Aber also vom Alkoholgehalt in der Nase, ja, könnte höher sein. 43%. Tja. Also für mich ist es ein Rye Whisky. Ich bin gerade am Überlegen. Er hat auch was Malziges. Vielleicht ist es kein Banane, es ist Malz. Stout. Ein irischer Stout. Whisky. Dann wäre es aber schon richtig schön. Gut. Mir fehlt nämlich ein bisschen dieses Würzige. Er hat das Frische eher. Das Weiche. Und das ist bei einem irischen Whisky. Also ich tippe mal, es ist ein irischer Stout Whisky. Süffig, süß, dieser Malz. Dieser Malz, diese Malzsüße. Ja. Wobei ja diese leichte Bananenkomponente dabei ist. Also. Deswegen habe ich erst gedacht an Rye. Aber ich bin jetzt eher dabei, dass ich sage, ja, und No Age Statement. Den hat man mit. Mit etwas, also mit Stoutfässern quasi aufgepimpt. Und das aber gar nicht schlecht. Was wäre ich bereit für diesen Whisky zu zahlen? Er ist lecker. Er ist schön. Er ist für mich so ein
Whisky, wenn ich da 28 € für zahle, wäre ich wirklich zufrieden, würde ich sagen. Schöner, leckerer Whisky. Passt. Hat eine interessante Komponente. Hat diese Süße. Er ist ein bisschen jetzt nicht super komplex, aber er hat doch ein schönes Volumen. Ja, also durch diese Malzigkeit, banale Süße, Fruchtsüße, passt das. Das ist einfach, doch, gefällt mir. Ja, 28 € wäre ich dafür bereit. Mein Tipp ist, es ist ein. Warte mal, habe ich ihn nochmal. Ja, ich sag jetzt mal, doch 40%. 40%. 40%, No Statement. Genau, Ihre Stout. Sonst noch irgendetwas, was wichtig wäre? Nee, das war's. Aber 27 €. Das ist das, worauf es ankommt, ja. So, das wäre ich bereit. 27 € und jetzt lösen wir auf. So, das ist die. Ich kann es gut lesen, hoffentlich könnt ihr es auch lesen. 41 ist das. Die 41. Die 41 ist die Zahl, die zählt. So, 36, 37, 40. So, und jetzt mit dem nächsten Umschlagen werde ich wissen, was es ist. Powers Gold Label 22 €. Irland Single Malt Grain Blend 43,2%. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube, ich habe 40, am Anfang habe ich 43 gesagt. Jo, den habe ich jetzt auch das dritte Mal. Das heißt, er fällt aus meinem Programm. Das heißt, ich habe jetzt 27 € gesagt, 22 € ist er wert. Damit habe ich ihn, glaube ich, schon das dritte Mal, also sehr häufig, auch relativ hoch bewertet. Ich finde das einfach ein Whisky, den man nur relativ selten im Glas hat. Also Whisky-Kenner sowieso. Auch hier in Deutschland. Powers Gold, 22 €. Was soll man da verlangen im Endeffekt? Ich finde, der ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis, ist das ein kleines Schnäppchen. Ja, also das gefällt mir. Also ich habe übrigens 2019 22 € gezahlt. Ich weiß nicht, was jetzt 2021, also 2 Jahre später, jetzt die Hausnummer ist. Kann ich natürlich nicht sagen. Aber das ist das, was ich hier stehen habe. So, was sagen hier die Aromen? Zimt, weißer Pfeffer, Balance von Äpfeln und reifen Birnen. Reifen Birnen, für mich war es Banane. Ja? Im Hintergrund ein Hauch von Lagerfeuer. Nö, habe ich nicht. Würzig mit Zimt, Muskat sowie Früchte, Vanille und geröstete Eiche. Abgang lang und ölig mit Gewürzen von Malz und Eiche. Ich habe gar nicht viel von dem Abgang erzählt. Der ist eigentlich nicht lang, so richtig, finde ich. Also der ist da ein bisschen typisch ihre. Nicht so ein Geschmacksbombe, ja, wenn man so ein, ich sag jetzt mal, für mich hochpreisiger Whisky, dann ist das natürlich was ganz anderes. Dann ist der Abgang da, sollte dann auch kräftig da sein. Er sollte dann lange bleiben. Und ja, nicht kühl gefiltert steht hier. Das ist interessant. Weil der Whisky dreifach destilliert ist, kann er mit etwas niedrigem Alkoholgehalt von 43,2 abgefüllt werden, also mit den in der Branche üblichen 46%. Das heißt, der ist dreifach destilliert, wusste ich jetzt auch nicht. Das heißt, diese Öle, die da drin sind, sind bei der Dreifachdestillation weniger. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist, dass er austrübt, geringer. Und deswegen kann man das machen. Ja, das ist auch ein Prozess, wenn man das dann gemacht hat. Dreifach destilliert, warum soll man ihn dann kühl filtern? Bei ein paar Prozent mehr spart man sich einen Arbeitsschritt, spart auch Kosten übrigens. Ja, fällt aus meinem Programm raus. Jo, was kann ich dazu noch sagen? Ein schöner Ihre Powers Gold Label, wenn ihr ihn mal im Glas haben solltet, die Möglichkeit haben solltet. Könnt ihr ihn mal richtig gerne probieren? Jemand, der
Rheimark, der könnte auch diesen Whisky probieren. Oder Stout, würde ich auch sagen, könnte auch probieren. Das war übrigens nicht. Da habe ich mich vertan. Das sagt aber nur aus, wie gut dieser Whisky eigentlich ist. Da denke ich gerade an Malz. Ich gucke gerade nochmal nach. Steht irgendwas von Malz da? Nein, Malz nicht. Zimt, Muskat, Früchten. Ja, ich habe da irgendwie Malz rausgespürt. Ja, das war's dann vom Blind Whisky. Ich hoffe, euch hat das Whisky-Video Spaß gemacht. Ich hatte auf jeden Fall Spaß mit meinem Whisky gehabt. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß mit euren Whiskys. Bis dann. Tschüss.